Jo, meine Freunde, herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Aufnahme von Let's Play Minecraft Feed the Beast Monster, wo wir das letzte Mal ja hier stehen geblieben sind im Haus und es hat sich auch wieder einiges getan, meine Freunde. Wie ihr sehen könnt, hier sind einige Kisten verschwunden. Nun, juhu, das können wir sich fragen, wo sind sie denn hin verschwunden? Habe ich sie weggeschmissen? Nein, ich habe unterhalb von uns ein kleines Lagerhäuschen noch gebaut, ein paar Lagerabteile. Ja, und die Sachen, die ich noch nicht einschlichten habe können, wie zum Beispiel hier das Essen, beziehungsweise hier die ganzen Körner, dafür bin ich auch schon, ja, dafür habe ich auch schon ein kleines Häuschen hier hinten gebaut, die sogenannte, ja, Gärtnerei oder Fresserei oder keine Ahnung, wie ich die noch nenne dann, aber wie gesagt, wir schauen uns jetzt einmal an, was wir hier unten haben, und zwar haben wir hier unten einmal den ersten Stock Erze, Juwelen und alles, was dazugehört. Ich habe das jetzt einmal so aufgebaut, wie ich schon gesagt habe, mit Fässer werde ich das alles machen. Ich habe das so aufgebaut, dass wir hier oben die Rohnerze haben, hier die eingeschmolzenen Eisenbarren dann und hier die Blöcke dazu. Ne? Die wichtigsten Erze habe ich hier jetzt einmal schon hier ja, geschmolzen und hier hingegeben. Dann haben wir hier noch so Bleierz, Silbererz, Rutilor, Zinnober, Uran. Was noch fehlt, ist, glaube ich, Aluminium. Ja, aber die wichtigsten, wie gesagt, Eisen und Kupfer und Zinn und Gold habe ich hier schon einmal vorbereitet. Ja, dann haben wir hier die nächste Abteilung quasi, die ganzen Edelsteine, wie gesagt, Olivin, Rubin, Saphir, Gummi, Kohle, etc. Ihr seht das hier, Redstone, Mimichite, Lohnstaub, hier haben wir noch zwei Lapis Lazuli, zwei Enderperlen haben wir schon, unseren guten Kalzit. Dann habe ich hier eine weitere Abteilung gemacht mit den, ja, sage ich jetzt einmal, mit den Materialien, die man am meisten benötigt. Also hier ganz am Anfang oberhalb die ganze Kupferplatten, Zinnplatten, Eisenplatten, dann eben die Kupfer-Itemhüllen, die ganzen Itemhüllen dann darunter und dann eben auch die Kupferkabeln und Zinnkabeln, was man dann halt dann auch benötigt. Jo, dann habe ich noch eine RE-Batterie und einen elektrischen Schaltkreis einmal vorbereitet, so als Platzhalter quasi, dass wenn man hier genügend Rohstoffe haben, dass wir die hier dann auch, ja, sagen wir mal, im Voraus bauen, damit wir hier nur hingehen, zack, eins rausnehmen und wir haben es und wir brauchen es nicht jedes Mal von neuem bauen. Ja, und dann hier hinten habe ich noch die Kristalle, Lodestone, Fluoridkristall und Apatit und Bernstein und Scherben, die ganzen Scherben, bla bla bla, hier rund hingeschmissen einmal. Ja, ich sage einmal so, wir benötigen sie dabei nicht, also dass diese, glaube ich, gehören zu Big Reactor Craft, ja, habe ich mich eigentlich noch nie damit beschäftigt, muss ich ehrlich gesagt sagen, das ist, glaube ich, Saumcraft. Ja, keine Ahnung. Hier habe ich noch eine sonstige Kiste, noch keine Ahnung wohin damit. Darum habe ich hier mal eine kleine Kiste gemacht. Jo, und hier ist noch eine Kiste. Da habe ich zwei Arten von Gummibäumen gefunden. Einmal von Industrial Craft, der gibt dann diesen Gummi. Und einmal einen anderen, der gibt diesen Gummi hier. Also diesen Gummi hier. Ich bleibe bei dieser Variante hier und vernichte dann irgendwann einmal das hier. Ja, ich habe in jeder Etage eine Werkbank hierher gemacht. In jeder Etage steht beschildert, was ist. Jo, das Bett können wir dann irgendwann einmal wegreißen. So, kommen wir in den zweiten Stock. Holzarten und alles, was dazugehört. Hier habe ich mir so gedacht, dass wir hier oben den Setzling anbauen, also hingeben, dann den Rohblock und dann quasi die Holzbretter, wie sie dann im Endeffekt farblich aussehen. Wie hier zum Beispiel, das ist halt das Problem, zum Beispiel hier haben wir Gummibaumholz, das ergibt Tropenholzbretter. Und hier haben wir zum Beispiel Tropenholz, was ergibt das dann? Tropenholzbretter, das heißt wir hätten hier zweimal Tropenholzbretter. Gut, ist im Prinzip auch, sage ich jetzt einmal, wurscht. So, dann haben wir hier noch japanischen Blütenkirschen-Setzling, Grey-Sapling und Ahorn-Setzling. Ne? Das ist halt so, was ich halt so momentan gesammelt habe. Ja, was wir in dieser Kiste finden, sind so Holzsachen, die hier keinen Platz finden. Die geben wir einfach
hier dann in diese Kiste rein. Und wenn diese Kiste hier voll ist, haben wir da hinten noch eine. In jeder Etage ist auch eine Werkbank versteckt oder frei zugänglich, damit wir nicht jedes Mal eine Werkbank suchen müssen. Jo, und dann kommen wir zur letzten Etage, die dritte Etage, Gesteinsarten und alles, was dazugehört. Jo, und hier habe ich die verschiedensten Gesteinsarten, die ich bis jetzt gesammelt habe. Es wird wahrscheinlich noch viel, viel mehr geben. Und zwar, wie ihr sehen könnt, hier oben den Rohzustand, den gekochten Zustand und dann das müsste man eigentlich umändern, aber so, ja gut. Ich nehme es einmal mit dem Stein hier, den Rohzustand, wenn man es abbaut, hier, wenn man ihn kocht und hier, wenn man dann Bricks daraus macht. So halt auch wieder, so sieht man halt auch den farblichen Unterschied. Jo, und hier habe ich dann noch die Gesteinsarten, die man nicht kochen kann, die lassen sich nicht kochen. Gut, dann habe ich hier Pflastersteine, auch wieder im gekochten Zustand, und hier die Bricks. Pflastersteine deswegen extra, weil ja das hier wahrscheinlich irgendwann einmal im Laufe des Let's Plays alles voll sein wird mit rohen Pflastersteinen. Und hier habe ich auch noch eine extra Abteilung für Erde. Das wird bestimmt auch irgendwann einmal ganz voll werden, weil das erste ist bald voll. 64x64 passen hier hinein. Jo. Hier dann auch wieder die berühmte Kiste. Hier zum Beispiel Sandsteintreppen sind schon drinnen mit der Werkbank und auf der anderen Seite Detto. Gut, dann kann man sich natürlich fragen, ich habe doch auch noch Kristalle gefunden und was mit Farbstoff und etc. Den ganzen anderen Scheiß, sag ich jetzt einmal, den was man findet, ja. Da habe ich mir gedacht, keine Ahnung, wo wir den hinstopfen. Ich sage einmal eine vierte Etage mit Sonstiges will ich ehrlich gesagt nicht machen. Und dann habe ich hier die Kammer der Schrecken gemacht. Verzauberung, Tinkerofen, Büsche und XP und vieles mehr. Da kann man hier dann hineingehen. Und hier sieht man dann schon einen langen Gang. Und hier sieht man überall schon was. Es gibt XP-Tank und Büsche. Hier habe ich die Büsche angepflanzt, sage ich jetzt einmal. Die kommen hier noch und so kann man noch viele Büsche hierher geben. Und hier kommt dann der XP-Tank, sage ich jetzt einmal hier hinein. Wo ich mich dann einfach nur hier oder irgendwo aufs Gitter draufstelle und meine XP abgefarmt wird. Ja, jetzt wundert sich euch wahrscheinlich, warum ich hier unten nur 30 XP stehen habe. Ich habe doch schon längst 50 oder sowas gehabt. Ja, ich bin zwischendurch ein einziges Mal gestorben. Ich habe die Monster angehabt, ich habe gebaut, es war Nacht und auf einmal klopft es oben an der Türe, die berühmten Zombies. Wollten hinein, haben mir schon fast die Türe kaputt geschlagen. Ich als großer Held mache die Türe auf, es kommen zwei, drei Zombies rein. Ja, ich klopfe die Zombies nieder, denke mir, ja geil, mach die Türe auf. Sehe vor mir auf einmal einen Creeper. Hinterm Creeper war ein Bogenschütze. Ich wollte nach vorne fliehen. Der Bogenschütze hat mich aber angeschossen, hat mich wieder nach hinten geschossen, genau zum Creeper, und der Creeper, boff! Ja, ein Teil des Mauerwerks oben war weg und ja, ich war auch weg. Der Creeper war zwar auch weg, aber ja, ich habe meine ganzen Level und alles verloren. Ja, drum steht da nur eine 30. Na gut, dann haben wir hier Büsche aller Art. Hier wieder ein schönes, einen schönen Bilder, also einen schönen Rahmen mit den dazugehörigen Sachen, sage ich jetzt einmal, die, was man da drinnen findet, habe ich hier außen angebracht. Hier haben wir dann die ganzen Büsche. Es gibt ja insgesamt 5 Buscharten. Drei haben wir ja nur bis jetzt gefunden. Und zwar den Kupfer, den Zinnober und den Aluminiumbeerenbusch. Es gibt ja noch einen Gold- und einen Eisenbusch. Keine Ahnung, wo ich die noch hinstellen werde. Bis wir sie finden, habe ich mir gedacht, lasse ich mir ein bisschen noch Zeit damit zu überlegen, wohin damit. Entweder noch hier oder da drauf. Ich habe keine Ahnung, wie wir das machen werden. Naja, wartet einmal kurz. Wir müssen es einmal erst finden. So, was haben wir hier Schönes? Verzauberung, Tisch, Bücher und VZ-Sachen. Ja, hier kommt dann einmal irgendwann einmal eine große Bücherei her oder eine kleine Bücherei, keine Ahnung, wo der Verzauberungstisch drinnen stehen wird. Da brauchen wir aber erst einmal einen Diamanten.
Ja, und dann habe ich mir gedacht, hier kommen dann die ganzen Verzauberungsbücher rein, die wir so kreieren. Hier kommen die ganzen verzauberten Schwerte oder Spitzhacken oder keine Ahnung, was wir hier machen, hier auf die Wand. Und hier die Kiste, irgendwas dann. Keine Ahnung. Dann haben wir Kristalle, verschiedene Arten, Stärke etc. Hier wieder den schönen Kristall draußen. Und hier sehen wir schon, wir sind hier im Reich der Kristalle. Hier haben wir zum Beispiel den Purple Crystal, gut für Enhancing Potions und Verlangsamung und Schwäche und Sprungkraft etc. Bipapo. Ja, hier oben kommen die rohen Kristalle und hier unten habe ich mir gedacht, die, ja, wie soll ich jetzt sagen, die Kristalle, die man dann verarbeitet haben quasi, ne, kommen dann hier unten hin. Dann haben wir hier noch eine, ja, Mob-Sachen, die beim Töten verloren gehen. Hier einen schönen Kopf wieder, ne. Und zwar habe ich hier das Zombie-Gehirn, also eigentlich alles, was die Zombies, also was die Monster verlieren quasi, ne. Hier und hier mit den Toten, mit den Zombie-Schädeln. Dann kommt hier zum Beispiel der Totenkopf vom, also der Schädel vom Bogenschützen, vom Creeper etc., was es halt alles gibt. Und hier habe ich dann noch Knochen mit Knochenmehl und Schwarzpulver, Pfeil, ja, keine Ahnung. So, dann Bienen und Honig und alles, was dazugehört. Hier haben wir die schöne Biene draußen. Und zwar alle Bienen, die ich bis jetzt schon gesammelt habe. Ich war ja ein bisschen auf Bienentour, eh nur in der näheren Umgebung. Hier oben hat man die ganzen Königinnen, hier unten haben wir die Drohnen und hier die ganzen Waben, was es gibt. Zum Beispiel Honigwabe, gewöhnliche Wabe und ausgedörrte Wabe. Ja, in der Kiste sind dann noch hier einige Prinzessinnen und Drohnen, die sich hier nicht einsortieren lassen. Ich zeige es euch einmal, ich habe zwar hier eine mystische Prinzessin, die sollte hier reinkommen, mystische Prinzessin, lasst sich aber nicht, that item is different, obwohl es eigentlich das gleiche ist, mit der gleichen Nummer 13341, 13341 lasst sich aber nicht stacken, ich habe keine Ahnung warum, also die meisten, die sich stacken lassen, kommen hier rein und die sich nicht stacken lassen, kommen dann hier rein, natürlich gibt es dann auch noch wahrscheinlich viele weitere Arten von Bienen, die können dann hier noch reinkommen. Jo, und dann zu guter Letzt haben wir noch hier Wolle und Farbstoff. Hier haben wir schon die Wolle, die was ich bis jetzt da gefärbt oder gesammelt habe. Hier den normalen Farbstoff, den wir herstellen können. Und hier den Farbstoff Grey Tree Dye und Red Tree Dye. Der Farbstoff, den die Bäume quasi hergeben bzw. fallen lassen, wenn man sie abholzt. Wir haben wahrscheinlich hier noch eine extra Abteilung brauchen für den Tree Dye, damit man hier das rüberrutschen kann und jede einzelne Wolle hier hergeben kann. Jo, meine Freunde, das war's einmal hier. Und hier bauen wir dann gemeinsam heute den Tinkerofen von Tinkers Construction. Geht sich genau schön in der Höhe aus. 1, 2, 3, 3 mal 3 muss das, glaube ich, sein. Oder 3 mal 5. Ich habe keine Ahnung. Oben liegt hier das Buch. Geht sich hier auf jeden Fall wunderschön aus mit urvielen Kisten und wo man die Tables, ich glaube 3 oder 4 Tables braucht man dafür, hinstellen können etc. So, ja, alles schön verziert natürlich. Einmal wieder das Räumchen hier unten in gemeißelten Steinziegeln und hier Pflasterstein, der gechiselt ist. Oben ein Block des Zimmermanns, also Carpenters Blöcke mit Quarz. Jo. Ja, die ganzen Fackeln etc. kommen irgendwann einmal im Laufe des Let's Plays weg und wir bauen hier oben so, wie heißt denn der jetzt da? Vom Nether da, die Leuchtsteine. Wisst ihr schon, was ich meine? Glowstones, genau, Glowstones. So, jetzt ist wieder eine berühmte Nacht geworden. Dann gehen wir mal kurz pennen. Dann zeige ich euch noch kurz mein Bauernhäuschen da drüben. Und jo, dann Monster sind da Monster in der Nähe. Wie gesagt, hier ist alles passiert. Das hier hat es mal weggesprengt, die Abteilung hier. Gut, dann würde ich mal sagen, ich bin einmal so mutig und laufe rüber. Ja, und das ist das kleine Bauernhäuschen. Stirb. Das ist das kleine Bauernhäuschen. Habe mir gedacht, wir werden hier reingehen.
Hier haben wir wieder das Schlafzimmer, ne? Ich seh nochmal. Hier vielleicht ein paar Tischchen oder Stühle oder Sessel oder keine Ahnung oder Küche. Ich weiß noch nicht, je nachdem. Und wenn man hier ins erste Obergeschoss hinaufgeht, hier kommen dann quasi die ganzen Fässer rein. Jo, wo wir die ganzen verschiedenen Pflanzenarten und Obstsorten und Gemüsesorten, die wir dann anpflanzen, ja, hier hineingeben mit Samen oben und dann unten eben das Endprodukt. Ja, das machen wir dann auch gemeinsam hier die Felder bestimmen. Oh. Au. Hey, warum kann der drauf schießen und ich nicht? Frechheit. So, wurscht. Ja, und wie gesagt, hier auch wieder Carpenter's Block und Limestone Bricks, dass es ein bisschen anders ausschaut. So. Kaputt. Kaputt. Ja, die Bäume müssen natürlich hier weichen. Angefangen habe ich eh schon zum Abholzen, aber ja, das wird noch ein bisschen dauern. So. Gut. Das war's einmal, was ich euch, also was ich euch zeigen wollte, was ich vorbereitet habe. Ja, und ein paar Büsche habe ich hier hinten auch noch gefunden. Und zwar Brombeerbüsche und Maulbeerbüsche. Die sammle ich kurz, dass ich es drinnen habe in der Kiste. Die lasse ich jetzt hier mal kurz wachsen, bevor ich mir überlege, wo ich die hingebe. Beziehungsweise wie wir die sammeln. Ja, wie gesagt, die einzigen zwei Kisten, die was hier eigentlich noch regulär stehen, ist eben diese Kiste hier mit den Nahrungsmitteln. Ja, diese Kiste hier ist ja eigentlich nur die Elektrokiste. Und mit den Samen. Und die zwei Kisten gehören eben dann in dieses Häuschen hinein. Dann haben wir es thematisch abgeschlossen. Gut, ja, dann lassen wir noch die Ziegelsteine dorthin wandern, wo sie hingehören. Wie gesagt, das ist ein ewiges Auf- und Abrennen. Warum ich mich für diese Variante entschieden habe, ist ganz einfach. Ich wollte nicht schon wieder ein Lagerhaus haben mit schnöden Kisten, wo man nur diese Holzkisten hat und dann drüber ein Schild, hier ist, weiß ich nicht, Holz oder keine Ahnung was. Ja, das wollte ich einfach nicht mehr, wie ich es eh schon 10 Jahre in Minecraft bis jetzt gehabt habe. Jedes Mal, wenn ich Minecraft angefangen habe, habe ich ein Lagerhaus mit Kisten gehabt. Ja. Und wenn uns das Spiel schon einmal ein Lager, also eine Möglichkeit gibt mit Fässern, wo wir thematisch und auch bildlich das alles darstellen können und auch noch relativ schön und relativ viel, weil 64 mal 64 ist ja schon eine Hausnummer, sage ich jetzt einmal. Habe ich mir gedacht, ich werde das auch so machen. Ein ME-System werde ich natürlich auch machen, das ist schon klar, aber ich finde, das hier ist übersichtlich als ein ME-System. Ein ME-System ist natürlich platzsparender, ist ja klar, ja, und man hat immer Zugriff darauf, egal wo man ist, wenn man die Fernsteuerung hat, ja. Aber ich persönlich finde das hier schöner, weil da kannst du wirklich hingehen und sagen, überlegen, mit welchem Stein machen wir das jetzt? Machen wir das oder schaut das so aus oder so oder oder das oder dies oder jenes, ja. Ich persönlich finde es so besser und auch übersichtlicher, weil im ME-System musst du danach suchen und wenn es jetzt nicht gar weißt, zum Beispiel nach einem Hopsid-Holz, ja, was ein Hopsid-Holzplanken rausgibt, ja. Hast du keine Ahnung, dass du dieses Holz jemals hast oder gehabt hast? So, jetzt gehst du aber hierher und siehst, ah, okay, das Holz ist geil, ah, ein Hopsid-Planken, okay, das ist ein Grey Sapling, passt, nehmen wir ein paar Saplinge raus, pflanzen wir es und wir haben schon Holz. Fertig. Also, ich persönlich finde das besser. Ihr könnt es ja gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet, aber ja, wie gesagt, ich persönlich finde das hier besser. So. Gut, lange Rede, kurzer Sinn. Was wollte ich denn jetzt eigentlich? Stimmt ja, ich wollte ja mit euch jetzt gemeinsam einmal das Projekt hier Tinker's Construction angehen. Materialien und du? Nein, das brauche ich nicht. Ich brauche jetzt einmal die mächtige Schmelzerei am Anfang. Und zwar, ja, was brauchen wir alles? Wir brauchen einmal Smeltery Controller, ein Seared Tank, Seared Bricks, 9 Stück, any combinations of 10 Seared Bricks, Seared Tanks or Drains, einmal ein V-Set, da machen wir zwei draus, links und rechts machen wir das, und einmal ein Casting-Table, da machen wir auch zwei draus. Wie gesagt, so schaut das Ganze hier dann aus oder sollte ausschauen. Ja, wie bekommen wir jetzt aber Seared Bricks?
Okay, das heißt, wir brauchen hier dieses Seared Brick. Was ist das hier? Grout. Das machen wir aus Sand. Oh mein Gott, das aus Sand, aus Kies und aus Lehm anscheinend. Ah, okay. Wie viel haben wir denn da? Okay, ein Stack, ein Stack, ein Stack. Na, dann gucken wir mal kurz. Wie war denn das nochmal? Grout. Okay.